willkommen zu diesem Tutorial. Ich bin Georg Norberg und heute zeige ich dir, wie du dieses mega geile Stück Wicked Game auf deiner Gitarre selber zu Hause nachspielen kannst. Ja, ich wünsche dir jetzt schon sehr, sehr viel Freude. Wenn du Anfänger bist, Fortgeschrittener bist, wirst du relativ schnell reinwachsen in das Stück. Und ich will dir auch in diesem Video jetzt das Original-Picking von mir nicht vorenthalten, denn ich habe mir wirklich viel Mühe gemacht, einfach das Schlagzeug und den Bass mit auf die Gitarre zu holen. Und das ist ja das Geile am Akustikgitarrenspiel, dass man eben einfach die ganze Band auf seiner Gitarre abbilden kann, wenn man dann den Fleiß an den Tag legt. Aber ich gehe davon aus, wenn du mein Abonnent bist, dass du einer von den richtig Fleißigen bist. Also, in diesem Stück vereinige ich sehr, sehr viele Komponenten. Zum einen ist es ein Picking, zum anderen ein Schlagzeugbeat. Zum dritten ist natürlich noch der Bass auch mit drin. Und das alles zusammen macht es natürlich zu einer sehr komplexen Aufgabe. Wir brechen es jetzt aber wieder in kleine Schritte runter. Das ganze Stück wird gespielt mit den Akkorden B-Moll, A-Dur und E-Dur, die ich mal kurz einblende. Und diese Akkorde sollten dir auch entsprechend geläufig sein. Das heißt, Barré-Akkorde sind an dieser Stelle ein Muss. Wir haben am Anfang gleich ein B-Moll als Barré. Den spielen wir einen Takt lang. World was on fire and no one. Und dann geht's direkt zum A-Dur. No one can save me but you. Und dann geht's direkt zum E-Dur, den wir noch einen zweiten Takt hinten dran spielen. Ja, wir haben in der Musik immer wieder dieses viertaktige Muster, was wir einfach durchwiederholen. Und wenn wir nur drei Akkorde haben, verteilt auf vier Takte, meistens lassen wir den letzten Akkord dann einfach zwei Takte liegen und so auch in diesem Fall. Ja? World was on fire and no one can save me but you. Und dann kommt dieser magische Gitarrenlauf, den müsst ihr nicht dazu spielen. Ihr könnt einfach den E-Dur halten und dann später mit dem entsprechenden Rhythmus weiterspielen. Dann wiederholt sich das Ganze, ja? A, B-Moll, A-Dur und E-Dur. Ja, und wir üben jetzt mal zusammen nur diesen Akkordwechsel, damit du wirklich den schon mal flüssig hinbekommst. Wir fangen jetzt mit B-Moll an. Ich zähle ein. 1, 2, 3, 4. B-Moll und A-Dur und wechsel auf E-Dur. Kommt der B-Moll wieder, A-Dur, und wenn du das kannst, in diesem Tempo in etwa, ja, dann bist du fit, diesen Song zu begleiten. Jetzt können wir uns um das Schlagmuster kümmern, und da habe ich ja schon angekündigt im letzten Video, es ist in etwa das Sad-Song-Schlagmuster. Beim Sad-Song-Schlagmuster hatten wir auf der 1 einen Abschlag, auf der 2 einen Klopfsound, den wir hier hinbekommen, indem wir den Handballen und den Daumen auf die tiefen Seiten aufschlagen, aber nur so leicht, dass es hier zu so einem gewissen Scheppern kommt. Ganz wichtig ist auch, dass wir mindestens zwei Seiten erwischen. Ja? Dann hast du diesen versetzten Klappersound, so ähnlich wie der Snare-Teppich vom Schlagzeuger. Auf der 2 und auf der 4, 1 und 2 und 3 und 4. Das ist in der simplesten Version 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Das Schlagmuster legen wir nun auf die Akkorde oben drauf und da spielen wir auf der Zählzeit 1 einen Abschlag. Mit dem Zeigefinger kommt das sehr, sehr gut über die Seite, einfach nur drüber. Die tiefe E-Seite dämpfe ich hier oben etwas ab, dass sie nicht mitklingt. So habe ich also die unteren fünf Seiten in meinem Akkordpaket drin, schlage über die Seiten drüber, und wenn ich die tiefe E-Seite aus Versehen erwische, macht es nichts, weil ich hier die tiefe E-Seite abgedämpft habe. Warum mache ich das? Ich könnte natürlich auch von Haus aus richtig greifen, aber im Eifer des Gefechts kann es halt mal passieren, dass man aus Versehen die tiefe E-Seite anschlägt. Deswegen wird das als Profi immer so gemacht, dass du Seiten abdämpfst, die du nicht brauchst. Ja? In der Popularmusik, in der klassischen Musik sieht das wieder anders aus. Freunde, ne? Das musst du richtig verstehen. Wir haben hier mit dem ersten Finger, mit dem Zeigefinger, den Abschlag auf der Zählzeit 1. Und dann auf der 2 kommt dieser mega geile Schepper-Sound. Ich liebe es, diesen reinzuspielen. Auf der Zählzeit 2
nehme ich ein bisschen Schwung aus dem Handgelenk und schmeiß den Daumen auf die tiefen Saiten drauf. Ja. Und dadurch entsteht dieses Klappergeräusch. Ja. So ähnlich wie der Teppich, der unter der Snare Drum aufgespannt ist. So ähnlich hört sich das an. Ne? Eins und zwei. Und dann kommt auch direkt auch auf dem Und von der 2 ein Aufschlag. Den kann ich wieder mit dem Zeigefinger nach oben spielen. Und direkt danach auf die 3 ein Abschlag. Ich mache es nochmal langsam für alle. 1 und 2 und 3. Und was passiert auf der 4? Kommt wieder ein Snare-Schlag. Ja? Und damit ist das Schlagmuster für dieses Lied auch schon perfektioniert. Ja? Wenn wir dieses Schlagmuster einmal durchgespielt haben, Snare-Schlag, dann wechseln wir auf den gedämpften Saiten schnell unseren Akkord und gehen direkt zum A-Dur. Ja? Den A-Dur spielen wir auch wieder mit einem Abschlag, mit dem Zeigefinger. 1 und 2 und das Und mit dem Aufschlag. 3 mit dem Abschlag und dann kommt auf die 4 wieder der Snare-Schlag. Du siehst, es ist gar nicht so schwer. Jetzt kommt der E-Dur. Da machen wir genau das Gleiche. Und nochmal. Jetzt habe ich hier eine kleine Spezialität schon für die Fortgeschrittenen. Da spielen wir mal den Bass mit. Direkt nach dem Snare-Schlag von der 4. Ja, machen wir E und die A-Seite und zurück zur E-Seite. Das Ganze tue ich hinten ein wenig abdämpfen. Ja, dann klingt das Ganze ein bisschen geheimnisvoller. Man fängt das Ganze wieder von vorne an und wiederholt sich im Stück so durch. Und dann könntest du dazu schon singen. So ein Fire and no one save me but you. Du merkst, ich kann es nicht lassen. Ich mag diese Fill-Ins noch mit reinspielen, die magischen Gitarrenläufe. Zeige ich dir in diesem Video natürlich auch noch. Und jetzt nochmal eine ganz leichte Version für die absolut blutigen Einsteiger. Mach die trotzdem mit, wenn du schon spielen kannst, weil du hier einfach das Feeling nochmal ganz anders erleben wirst. Jetzt, ich zeige dir jetzt mal, wie wir den Song ganz minimalistisch begleiten, und zwar nur mit den Basstönen und dem Snare-Drum-Schlag. Ja? Und mach diesen nächsten Schritt, den zweiten, ruhig genauso mit wie alle anderen auch. Weil du lernst einfach was dabei, deine Finger lernen was dabei, auch wenn es für den Kopf total einfach ist. 1 und 2 und 3 und 4 und dann kommt die A-Seite und E. Jetzt spiele ich praktisch nur den Bass, was der Bassist spielt, und die Snare Drum vom Schlagzeug. Beides zusammen. Das ist mein Groove-Fundament und wenn du das gut spielen kannst, das auch mal als Metronomübung verwenden. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4. Ja, und dann fängt das wieder von vorne an. Das wäre eine Begleitung, die ich jedem Anfänger empfehle, der mit den Akkorden sich noch schwer tut. Und außerdem spiele ich natürlich selber auch in der Strophe, im Vers, diese Begleitung. Also auch als Profi ist es keine Schande, mal wirklich was ganz Leichtes zu spielen. Wirklich, seid euch da nicht zu schade dafür, diesen Basslauf zu spielen. World was on fire and no one can save me but you. Strange what desire make foolish people. Geil, das klingt, oder? Ja, ohne große Mühe. Und da kann man einfach sich in diesen Song besser reinfühlen, wenn man es sich ein bisschen leichter macht. Jetzt, wo ihr die Akkorde wisst und wisst, was das rhythmische Fundament ist, hört mal genau her, was ich hier langsam mache. Nichts anderes als den Bass kombiniert mit Picking und diesem Snare-Schlag. Und ja, es erfordert ein bisschen Geschick, ein bisschen Mühe auch. Ich habe es mir auch in meiner Version recht leicht gemacht, indem ich hier
diesen Snare-Schlag auf der 2 im Picking mit so einem Abschlag vom Zeigefinger spiele. Also ich drehe hier aus dem Handgelenk den Schlag auf die Saiten, ja, diesen Snare-Schlag. Und gleichzeitig mache ich hier mit dem Zeigefinger einen Abschlag über die Melodie-Saiten. Ich schlage den Bass zuerst an, dann kommt der Mittelfinger, zupft die hohe E-Saite und jetzt zählt Saite 2, der Bass, Snare-Schlag und die Melodie dazu. Ja? Und anschließend hier der vierte Bund auf der B, auf der G-Saite, gezupft mit dem Zeigefinger. Und dann anschließend löse ich mein Barré auf, damit ich hier die hohe E-Saite, ja, die hohe E-Saite bekomme und muss gleichzeitig hier die A-Saite spielen im Bass. Und habe wieder einen Snare-Schlag. Ja. Und da geht es halt einfach drunter und drüber mit den Noten. Aber wenn ihr das rhythmische Fundament könnt erstmal, ja, dann behaltet ihr die Orientierung. Wo bin ich denn in meinem Rhythmus? Wie gesagt, macht es, wenn ihr fortgeschritten seid, ganz, ganz langsam durch. Ihr habt es mal notiert für euch. Ja, habt dann diesen Snare-Schepperschlag, ja, gleichzeitig mit einem gezupften Ton auf der B-Saite, die Note D an der Stelle, ja. Ja, und die Profis unter euch, die können das beides gleichzeitig zupfen und schlagen, wenn man es wirklich sauber machen will. Anschließend kommt die Note B auf der G-Saite im vierten Bund, die gezupft wird. Und dann nehme ich den Zeigefinger vom Barré runter, weil ich die hohe E-Saite als leeren Ton brauche, als leere Saite. Lass aber mit dem Mittelfinger die Note D noch stehen. Hab wieder meinen Schlag auf der Zählzeit 4, wie immer, das bleibt so durch. Genau, dann greife ich eben den A-Dur als Barré-Griff. Muss ich machen, damit ich nachher eben hier die Note B wieder mit ins Spiel nehmen kann. Und ich brauche eben kein Sus 2, also keine aufgelöste Terz an der Stelle, sondern eben die große Terz Cis und die Note B, beide zusammen und die beißen sich. Ja, beißen sich so ein bisschen miteinander. Ja. Der wird antizipiert gespielt, also auf 4 und wird die Note Cis reingeholt. Ich mache aber hier schon ein Barré für den A-Dur. Schlage dann auf der Zählzeit 1 mit dem Daumen die A-Saite an. Dann kommt auf der Zählzeit 2 der Snare-Schlag. Und auf 2 und kommt eben hier die Note B im vierten Bund der G-Saite. Ja, das ist dann der zweite Takt. Ich mache ihn mal flüssiger vor. Du merkst vielleicht schon, diese trockenen Schläge eignen sich immer ganz gut, um hier sauber umzugreifen, ohne Saitengeräusche, weil ich ja hier eh schon die Saiten abdämpfe. Das mache ich immer ganz, ganz gern. Eins nehme ich wieder mit in den nächsten Takt und schlage dann die tiefe E-Saite an. Und da ist er wieder, dieser cool klingende Basslauf. Ich liebe diesen Teil. Da kommt der magische Lauf vom 2 auf 4 auf der D-Saite. Den greife ich hier bewusst schon mit dem Ringfinger. Könnt ihr euch eigentlich auch merken vom E-Dur. Einfach den Ringfinger nehmen, anschlagen, rübersliden, sehr schnell in 16 Noten. Zeigefinger auf die Note A im zweiten Bund der G-Saite. Dann mit dem Daumen wieder die D-Saite anschlagen und jetzt wird es ein bisschen schwierig, schnell wieder zurück auf E-Dur. Das ist im Eifer des Gefechts gar nicht so einfach. Ja, aber das ist einfach der originale Lauf. Ja, Slide hin, die 4 anschlagen, zurück zum E-Dur, den arpeggiiert, einfach ein Streichen von Tiefen zu den hohen Saiten drüber spielen, dann kommt's. Der Snare-Schlag, dann kommt der Basslauf. Ihr wisst es, ich liebe diesen Lauf. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ein wichtiger Hinweis. Ich finde es gut, wenn ihr das richtig sauber lernt.
Und diesen Snare-Schlag mit dem Daumen über die tiefen Saiten mit dem Zupfen gleichzeitig übt. Ja? So geht's richtig perfekt. Ich selber spiele in meiner Originalversion so ein bisschen so einen leicht schlampigen Schlag rein, muss ich dazu sagen, so ein bisschen auf Tommy Emmanuel-Style, ja? Der auch lieber den Groove durchzieht und mal irgendwie eine unsaubere Technik mit reinnimmt. Aber wenn ihr dabei seid, ja, das sauber zu lernen, dann macht es bitte so, dass ihr diesen Zupfton hier, die B-Seite mit dem Mittelfinger zupft und gleichzeitig, ja, mit dem Daumen den Anschlag macht. So geht es. Es ist ein bisschen schwieriger, aber es wird halt im Nachgang schöner klingen. In meiner Version halte ich es insgesamt ein bisschen rustikaler. Ich habe an dem Tag, muss ich euch auch ganz ehrlich mit euch teilen, ich habe den Song so gefühlt mit dem Lagerfeuer, die Stimmung war so geil und der Song ist in Dorisch. Und Dorisch, ich kann es mal kurz einblenden, wird da aus der Dur-Tonart rausgeschnitten, so viel dazu. Und dadurch entsteht eine besonders interessante Stimmung. Und in dieser kalten Jahreszeit, in der dunklen Jahreszeit, spiele ich einfach Dorisch wahnsinnig gerne. Das geht mir so unter die Haut. Und an dem Tag habe ich es einfach so gefühlt. Und ja, meine Stimme war jetzt nicht die allergeilste. Natürlich war sie irgendwie, hat sie sich cool angehört, aber ich habe auch ein paar schiefe Töne drin gehabt. An diesem Tag habe ich dieses Lied so krass gefühlt, wie noch nie zuvor. Und auch danach nicht. Heute ist es auch anders. Und bitte lasst euch nicht von der Musikerpolizei irritieren. Ja, das ist kein Gesetzestext, den ihr spielt, sondern ihr macht Musik, mit Gefühl, ein Ausdruck. Und der ist immer unperfekt. Ja? Lieber spielt ihr ja, das mit Gefühl als die Akkordfolge mit dem Schlagmuster ohne Gefühl. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Und auch, wie gesagt, der Gesang, wenn da mal ein schiefer Ton drin ist, ist nicht so schlimm. Ja? Lasst euch da nicht sofort aus dem Konzept bringen. Wichtiger ist, dass es wirklich den Text mal euch durchliest und lest und wirklich einfach das ganze Lied wirklich gut fühlt. Perfekt wäre es natürlich, wenn ihr das Picking so spielt, dass ihr diesen gezupften Ton gleichzeitig, also in die Handfläche reinzupft und den Snare-Schlag aus dem Handgelenk draufklopft. Ihr seht, es geht, man kann es machen. Das ist ein bisschen schwieriger. Und ich spiele aber allerdings, sage ich gleich dazu, eben wie der Tommy Emmanuel so ein bisschen... ja, ein bisschen leicht rustikales Spiel und das passt eben auch super mit der Stimme zusammen in diesem. Weil ich eben genau nicht dieses Chorknaben-Feeling haben will. Ich will das einfach nicht, ja. Und wie gesagt, ihr könnt es sauber spielen, ja, und ihr habt hier die Anleitung dazu. Das Zupfen in die Handfläche rein, gleichzeitig das Klopfen mit dem Daumen. Und auch hier wieder, ja, auf der 4, ein Zupfen von der G-Seite, gleichzeitig mit dem Snare-Schlag vom Daumen der rechten Hand. Ihr könnt es gerne so machen, auf die saubere Art und Weise. Ihr müsst es allerdings nicht. Schaut euch Tommy Emmanuel an, Songs wie Classical Gas oder solche Sachen, die sind natürlich virtuos gespielt, aber haben immer auch eine gewisse rustikale Komponente mit drin und wie gesagt, der Musikpolizei zeigen einfach hier unseren Daumen, der über dem Griffbrett drüber steht. Genau dasselbe. Es gelten in der Musik einfach mehrere Regeln und jedes Genre hat wieder so ein bisschen seine eigenen Spielregeln. Wie gesagt, und ich wollte einfach an der Stelle das nochmal dazu sagen, man kann es ganz korrekt und sauber spielen, man kann es auch ja, mit diesem Abschlag über die Saiten ganz locker spielen und dabei eben auch genauso cool klingen. Ja, wichtig ist, dass ihr euch nicht festbeißt, dass ihr nicht ein halbes Jahr dafür übt, sondern einfach ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht sogar jetzt über die Feiertage ein bisschen die Gitarre in die Hand nehmen und sich mit Spaß und Freude an diesem Picking versuchen. Ja. Und je nachdem, wie weit fortgeschritten du bist, wird es leichter oder schwerer sein. Jetzt für alle Vollprofis nochmal das Intro, was ich spiele. Wir haben am Anfang ein Bending auf dem dritten Bund der G-Seite, was gar nicht so leicht ist. Man zieht hier mit dem Mittelfinger oder auch gern mit dem Ringfinger, je nach Kraft, die G-Seite hoch, einen Halbtonschritt. Und ich schlage gleichzeitig auch die B-Seite an. Ja? Und dann schlage ich direkt im Anschluss
einmal über den B-Moll mit Betonung auf die Note Fis, ja, hier oben auf der hohen E-Seite. Da. Und spiel dann einfach ganz cool diesen Bass- und Snare-Schlag hinterher, ja. Und dann anschließend den A-Dur auf dieselbe Art und Weise, wieder Bass. Und dann den siebten Bund, am liebsten mit dem kleinen Finger, weil der einfach weniger Fleisch dran hat und dadurch die hohe E-Seite leichter klingt, beziehungsweise weniger gehindert wird am Schwingen, ja. Und dann slide ich mit diesem Ton ins Nirvana. Ja, lass ihn einfach während dem Slide-Vorgang verklingen und schlag anschließend den E-Dur an. Dann kommt wieder der E-Dur, den zweiten Takt. Und dann ist eben hier wieder der coole Basslauf mit der E-Seite, der B-Seite und nochmal der E-Seite. Ja. Dann wiederholt sich das Ganze. B-Moll. Und jetzt setzt sich die Melodie fort. Mit dem fünften Bund, mit dem kleinen Finger greife ich den fünften Bund auf der B-Seite, Note E, dann die Note D im dritten Bund der B-Seite, Cis mit dem ersten Finger von mir aus und dann geht's auf E-Dur, ja? Das ist der Zielakkord. Und jetzt kommt der Lauf von 2 auf 4 mit einem Slide. Ja? Muss man in so einem Zusammenhang spielen, diese Melodie, einen magischen Gitarrenlauf. Und dann anschließend einfach den E-Dur hinten dran. Sehr gut, wir zwei haben mal wieder alles gegeben und das mit dir und der Gitarre, das läuft immer besser und besser. Und wenn du es wirklich ernst meinst, dann komm in meinen E-Gitarren-Masterkurs. Das ist die erste E-Gitarren-Grundausbildung, die dich professionell von null in die Band bringt, in 7 Monaten, in sehr, sehr kurzer Zeit. Da ist einfach das systematische, aufeinander aufbauende Lernen der riesengroße Unterschied zwischen dir und zwischen anderen YouTube-Gitarristen, weil du einfach dadurch in sehr kurzer Zeit sehr viel weiterkommst, bis in die Band. Das Beste ist, es funktioniert in jedem Alter und es macht wahnsinnig viel Spaß. Und ansonsten viel Spaß im nächsten Video. Dort gibt es ein paar clevere Gitarrentricks, die du zu Hause sehr leicht umsetzen kannst. Mir hat es wieder viel Freude gemacht heute. Gib dem Video einen Daumen hoch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Hau rein, dein Georg Norberg. Tschüss.